Auf der Strecke kommentiert von Dirk Raudis. Ja, sechster Gang, 320, 330 km/h. Dann geht es runter bis in den zweiten Gang. Mit Vorsicht hochbeschleunigen. 95 war da der Speed nur. Man sieht auch die Unruhe beim Beschleunigen, dass das Motorrad schlingelt. Hier die Links-Rechts-Schikane im zweiten Gang. Nochmal Gas wegnehmen. Dann wieder hartes Rausbeschleunigen. Man fährt bis über die Korbs raus. Kurz in den dritten Gang. Wieder die Links-Rechts-Schikane. Hier in Mugello im zweiten Gang gefahren. Ein kurzes Beschleunigen. Dann kommt eine sehr schwierige Passage. Bergab abhängende Rechtskurve. Auch im zweiten Gang gefahren. Dann immer noch bergab hängende Kurve im dritten Gang. Mit viel Gefühl. Dann wird sie hier, ist die sogenannte Rabiata-Kurve im dritten Gang mit 170. Ja, geht es runter auf knapp 160. Und hier ist, sieht man es aus der Onboard-Perspektive. Man fährt blind den Berg hoch. Schweres Schlingern. Man muss quasi die Kurve blind anfahren, bevor man diese Schikane hier rechts, links sehen kann. 10.000 Umdrehungen. Die MotoGP-Motorräder, die Viertakt-Motorräder ja mit Traktionskontrolle. Da kann man etwas besser rausbeschleunigen, ohne dass man gleich einen Highsider fabriziert. Hier wieder zweiter Gang. Der Kurve waren die taktischen Spiele im 125er Rennen vorher. Die Schikane im dritten Gang mit 160, 170 und dann in diesem kurzen Zwischenspurt 260 sogar drauf. Und die letzte Linkskurve vor der 1,1 Kilometer langen Zielgeraden. Und das ist zum Teil auch ein bisschen eine Schlüsselstelle, falls die Fahrer am Schluss nochmal ganz eng beieinander sind. Bis zur Start-Ziellinie auch nochmal relativ lang und genau bei Start-Ziel geht man in den sechsten Gang.